Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play die Sims 3 Unterschiede im Stammbaum-Challenge. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. An diesem Samstag, an dem wir endlich wieder nach China fahren. Ich freue mich schon mega. Aber vorher haben wir noch ein paar Dinge zu erledigen, beziehungsweise eigentlich haben wir nur eine Sache zu erledigen, glaube ich. Wir müssen mit Laura nämlich noch das Journalismusbuch lesen, damit ich das nicht vergessen kann. Oh, und wenn wir zurückkommen, können wir ihren Geburtstag feiern. Das wird cool. Ich glaube, da werden wir auf jeden Fall eine Party schmeißen. Romeo ist schon wach und darf sich jetzt erstmal Pfannkuchen holen. Der muss ja Gott sei Dank heute nicht in die Schule. Und wenn ich das richtig interpretiere, muss er nur noch am Montag in die Schule und dann wird er endlich erwachsen. Und dann können wir ihm dieses blöde Merkmal abnehmen. Er tut mir so leid. Wie sieht es denn hier oben aus? Luca schläft noch, Svea schläft noch. Natürlich schläft sie noch. Sie war mal wieder sehr, sehr spät zu Hause und dann musste sie noch duschen und dann musste sie noch essen und ja, sie ist sehr spät ins Bett gekommen. Oh, aber Laura ist schon ausgeschlafen, dann kann ich dich ja wecken und ich möchte, dass du Rechtschreibprüfung für Anfänger liest. Sie möchte die Kampfkunstfähigkeit erweitern. Das werden wir auf jeden Fall auch tun. Das werden wir auf jeden Fall tun. Aber erstmal müssen wir dieses Buch lesen, weil ich kenne mich und ich weiß genau, ich werde es vermutlich einfach vergessen, wenn wir das nicht gleich erledigen. Und das möchte ich gerne vermeiden. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht allzu lange. Luca ist noch nicht ausgeschlafen. Okay, dann widmen wir uns dem kleinen Romeo, der gar nicht mehr so klein ist. Und immer noch kein eigenes Bad hat, fällt mir auf. Oder? Habe ich das mittlerweile eingerichtet? Nein, natürlich nicht. Was können wir denn mit dir machen? Wir können ein paar Wünsche erfüllen. Abschlussball besuchen? Wann ist der Abschlussball? Wann ist der Abschlussball? Safe haben wir da eine Meldung bekommen und ich habe es einfach wieder vergessen, wann das war. Leckerchen geben. Ja, gib Salem ein Leckerchen und dann machen wir vielleicht ein bisschen Sport, weil er möchte nämlich bis zur Ermüdung trainieren und er ist ja auch athletisch. Hat er schon einen Lebenswunsch? Nee, wir haben noch keinen eingeloggt. Gut. Da bin ich sehr gespannt, was sein Lebensziel mal werden wird. Okay. Haben wir hier oben das Laufband noch? Bäh. Ich komme schon wieder richtig gut klar mit der Steuerung. Ja, dann darfst du ein bisschen trainieren gehen, aber wir machen schweißfrei, glaube ich. Romeo hat in ein paar Tagen Geburtstag und Luca hat Geburtstag und Laura hat Geburtstag. Wir müssen auf jeden Fall uns nach China begeben, bevor die ganzen Geburtstage anfangen. Weil das möchte ich eigentlich heute noch nicht machen. Das möchte ich gerne dann nach dem Aufenthalt in China machen. Romeo ist athletisch, was bedeutet, dass er mit der richtigen Einstellung und viel Training schneller ich kann nicht lesen. Schneller ans Ziel kommt als andere Sims. Ich wünsche, das könnte ich von mir auch sagen, aber gut. Vielleicht fehlt mir auch einfach tatsächlich die richtige Einstellung. Wie sieht's hier aus? Ah, schon halb fertig. Perfekt. Bei den anderen. Die pennen beide noch. Und Svea hat heute Nacht sehr interessante Wünsche bekommen. Sie möchte sowohl sehen, wie Laura heiratet, als auch wie Luca heiratet. Also mal sehen. Wir haben ja mit Luca auch immer noch die Wunderlampe mit dem Djinn. Und ich glaube, vielleicht werden wir uns für ihn Liebe wünschen. Das finde ich eigentlich ganz süß. Oh, er muss auch ein Buch lesen. Stimmt, da war ja was. Diamant im Rohzustand. Das könnten wir eigentlich dann auch gleich erledigen. Aber erstmal. Nee, die Toilette benutzen wir nicht. Erstmal darf er was frühstücken. Ah, nein, wir haben noch Spaghetti. Dann machst du bitte Waffeln. Dankeschön. Was ist das für ein Wunsch? Gin befreien. Oh mein Gott. Das ist cool. Es ist bestimmt nicht schön, angekettet und in einer Lampe gefangen zu sein. Dein Sim hat Mitleid und möchte den Djinn befreien. Wollen wir das machen? Dafür lösche ich sogar diesen Wunsch. Er hat ja auch schon den Wunsch, Brian. Ich komme nicht drüber hinweg, dass der Typ Brian heißt. Irgendwie ist das so unmystisch. Er möchte Brian als besten Freund gewinnen. Und ich weiß nicht genau, wie gut die Beziehung sein muss, damit wir den befreien können. Aber ich finde, das wäre total cool. Und es passt einfach so gut in die Stadt, wenn hier einfach so jemand mit rumläuft, der blau ist, finde ich. Das finde ich gut. Svea schläft noch. Muss Svea heute arbeiten? Ich muss nur noch dreimal die Woche arbeiten. Okay. Meine armen Sims, ey. Okay. Schaffen wir jetzt noch dieses Buch fertig zu lesen, bevor sie sich in die Hose macht? Vielleicht. Aber es ist schon knapp. Und jetzt möchte sie nach Ägypten. Nee, das logge ich jetzt nicht ein. Das logge ich jetzt nicht ein. Das wird zu lange dauern. Ja, wir haben es geschafft. Perfekt.
Dann darfst du jetzt auf die Toilette gehen und dann sind die Waffeln schon fertig. Luca, wann ist das Frühstück fertig? Höre ich das, Salem? Wo ist der denn? Oh, oh nein, jetzt hört er auf. Ich wollte dich doch gerade auf dem Kratzbaum beobachten, Mann. Mann. Wie läuft's hier oben? Sehr, sehr gut. Was hat der eigentlich schon für ein Skill-Level hier? Achso, okay. Er ist noch nicht mal Level 4, aber fast. Ich dachte irgendwie, das wäre ein bisschen krasser. Laura ist auf der Toilette fertig. Dann komm noch mal in die Küche, wo immer noch die Partysachen aufgebaut sind. Aber hey, jetzt brauche ich sie auch nicht mehr wegräumen, weil bald feiern wir hier ja auch wieder eine Party. Hätte sich gar nicht gelohnt. Gott sei Dank habe ich sie stehen lassen. Romeo hat für die Fähigkeit Athletik Level 4 erreicht. Wunderbar. Okay, nimm dir mal einen Teller, Luca. Und dann kannst du dir auch einen Teller nehmen, Laura. Perfekt. Genau, und dann räumen wir das gleich wieder weg. Ist die Spülmaschine? Die haben wir schon repariert. Sehr gut. Und wir sind dabei nicht draufgegangen. Das ist schön. Sollen wir noch irgendwas? Boah, hier Sozialbedürfnis schon wieder. Wie sieht es hier aus? 17.000. Und uns fehlen noch 3.000 Belohnungspunkte. Dann können wir endlich das hier loswerden. Partygänge rein. Ich hasse dieses Merkmal. Ich hasse es wirklich leidenschaftlich. Sehr, sehr leidenschaftlich. Oh, aber es ist ganz cool, dass ihr Sozialbedürfnis hier gerade hochgeht. Wenn auch nicht besonders viel, weil jetzt haben sie aufgehört, sich zu unterhalten. Luca, stell du das mal weg. Ich habe das eigentlich Laura aufgetragen, aber er ist ja. Jetzt ist er schon fertig, dann kann er sich darum auch kümmern. Und wir gucken mal. Setz dich doch mal hier ins Wohnzimmer. Und wir schauen mal, wie lang wir für dieses Buch brauchen. Weil eigentlich würde ich gerne haben, dass er das Buch noch liest. Muss er eigentlich arbeiten? Er muss heute auch noch arbeiten. Ah, er hat schon angefangen. Ah, boah, das wird ja voll blöd dann mit der Geburtstagsparty. Aber dann müssen wir uns vielleicht um die Befreiung des Djinns nach dem China-Urlaub kümmern. Aber ist auch okay. Haben wir jetzt noch irgendwas anderes zu tun eigentlich? Will ich hier mal ein bisschen was ausmisten oder so? Was haben wir denn da alles drin? Straße oder Bürgerstreik vor allem. Der Bürgerstreik. Bürgersteig. Das legen wir mal weg. Warum haben wir denn da Kopfsalat eigentlich? Brauchen wir den? Brauchen wir die Fische? Eigentlich nicht, oder? Oh, und wir haben ganz viele Wildblumen gesammelt. Lapislazuli, Verstandsand. Brombeersamen, die haue ich jetzt mal weg. Ich will nicht, dass hier immer alles so voll ist. Johann von Entington? Ich weiß nicht, wann ich den gekauft habe, aber ich stelle den jetzt mal hier auf die Badewanne. Okay, aber den Rest können wir, glaube ich, behalten. Das hier lasse ich jetzt mal nochmal im Inventar, weil ich habe sonst Angst, dass die Gelegenheit weggeht. Okay, dann glaube ich, was mit Svea? Svea spielt Schach. Ja. Ich glaube, ich lasse euch jetzt einfach alle hier zurück und wir fliegen nach China. Ich bin mir allerdings noch nicht ganz sicher. Ach nee, ich muss keinen Urlaub nehmen. Wo muss ich denn hin? Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie lange wir nach China fliegen sollen. Wartet mal, ich gucke noch mal ganz kurz ins Abenteuer-Tagebuch. Ich meine, wir sind schon fast auf Level 3. Also nicht. Ja, fast ist ein bisschen zu viel gesagt. Aber wir erreichen in diesem Urlaub vermutlich Level 3. Was haben wir denn? Wir haben 6 Tage, 8 Tage und 11 Tage. Boah, das ist schwierig. Eigentlich will ich aber auch nicht, dass uns am Ende die Zeit ausgeht, ne? Ich glaube, wir machen mal 8. Ja, wir machen 8 Tage. Oh, und bevor ich es vergesse, eine Sache, die ich auf jeden Fall noch tun möchte. Wo ist das Auto? Da. Ich will nicht, dass sie wieder das Auto mitnimmt. Deswegen gebe ich das jetzt einfach Svea ins Inventar und hoffe, dass es da drin sicher ist. Was macht Salem denn für Geräusche? Warte mal, er will auf Luca sitzen? Okay. Tu, was auch immer du willst. So, Laura, bitte nimm deinen Roller. Jetzt nimmt sie ein Taxi? Ist das dein Ernst? Nimm doch bitte deinen Roller mit. Was ist denn ihr Roller? Der hier oder der? Der rote. Was ist denn mit dir? Oh mein Gott. Ich habe extra festgelegt, dass sie der Besitzer ist und trotzdem nimmt sie den nicht mit, sondern steigt stattdessen in ein Taxi. Das macht ja mal überhaupt gar keinen Sinn. Da sind wir. Leider nach wie vor in dem normalen Basiscamp in China, weil ich irgendwie
China nicht bearbeiten kann. Ich weiß nicht genau, was das Problem ist. Aber ich kann, ja, ich kann das nicht austauschen, weil ich danach nicht mehr zurück in die normale Nachbarschaft komme. Ich weiß nicht, ob es an dem Mod liegt. Da muss ich jetzt noch mal ein bisschen gucken. Aber leider müssen wir jetzt erstmal wieder hier residieren. Beziehungsweise meistens, ganz ehrlich, meistens schlafen wir eh in Zelten oder in Gruften oder sonst wo. Von daher ist es jetzt nie so schlimm, aber es nervt mich ein bisschen. Es nervt mich ein bisschen. Immer wenn ich das Gebäude ausgetauscht habe und dann auf nach Hause zurückkehren klicke, lande ich nach dem Ladebildschirm einfach wieder in China und das Gebäude ist wieder weg. Also, ich weiß nicht, was das soll. Aber wir sind auf jeden Fall wieder angekommen und ich freue mich. Ich freue mich sehr. Was sind das für... Sind meine Kopfhörer kaputt? Ich höre irgendwie ganz komisch den Ton. Naja. Einen Einheimischen kennenlernen. Das können wir vielleicht machen. Ich denke, was wir als erstes machen werden, ist, wir gehen in die Phoenix Kampfkunstakademie und erweitern unsere Kampfkunstfähigkeit, weil sie sich das wünscht. Wobei, sollen wir... Wartet mal. Ich meine mich zu erinnern gerade, dass es auch eine Quest gibt, die das beinhaltet. Und vielleicht haben wir ja Glück und kriegen die. Boah, irgendwie ist heute irgendwas mit meinem Ton ganz komisch. Naja. Bitte nicht wieder blödes. Oh mein Gott, Leute. Blöder Felsblock. Ich bin nur eine einfache Abenteurerin, die Hilfe braucht. Wenn du die alte Kunst des Zerschlagens riesiger Felsblöcke erlernen möchtest, melde dich so bald wie möglich bei Jiananlu oder so. Ja, ich möchte das erlernen. Oh. Auf jeden Fall möchte ich das erlernen. Moment, da wollte ich nicht hin. Ich wollte dahin. Genau. Genau. Also, wir müssen Jianan kontaktieren, aber vorher werden wir uns jetzt, glaube ich, doch einmal hier in die Phoenix Kampfkunstakademie begeben. Müssen wir irgendwas, brauchen wir irgendwie Vorräte oder sowas? Wir haben hier noch qualitativ hochwertige Lebensmittel. Ja, gut, wird schon passen. Und ich glaube, wir haben auch noch genug Duschen, oder? Ja. Also, wenn sie die nicht für völlig sinnlose Situationen vergeudet, dann sollte das in Ordnung gehen. Welches Level sind wir denn? Level 2. Okay, das heißt, eigentlich müssen wir nur Level 3 erreichen und dann sind wir safe. Und das sollte ja nicht allzu lange dauern. Hoffe ich. Wie viele Tage habe ich jetzt gebucht? 8? Ja. Perfekt. Perfekt. Eigentlich würde ich auch super gerne sofort ein Ferienhaus kaufen, wenn ich ehrlich bin. Au, was ist mit meinen Kopfhörern? Warte mal, ich glaube, ich muss mal kurz gucken, ob ich das fixen kann. Okay, ich weiß nicht, ob das was gebracht hat, aber das war gerade sehr schmerzhaft an meinen Ohren. Ja, ich glaube, es hört sich jetzt wieder normal an. Hoffentlich. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade stehen geblieben war. Aber auf jeden Fall werden wir jetzt mal gucken, dass wir Level 3 erreichen. Dann springen wir vermutlich unter die Dusche, weil vermutlich wird Laura ein bisschen stinken. Und ich will ja nicht, dass ihre Taschenduschen, wie heißen die Dinger? Expressduschen. Dass sie ihre Expressduschen da aufbrauchen muss. Und dann sprechen wir mit Gianan. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich das hier so beschleunige, aber ehrlich gesagt, ich glaube, niemand von uns hat Lust, da jetzt stundenlang zuzugucken. Wobei ich tatsächlich gerne ein Bild von ihr machen würde. Aber eins, wo sie gerade cool aussieht. Und sie sieht tatsächlich immer noch relativ inkompetent aus. Aber ich meine, das ist ja auch zu erwarten, weil sie ist erst Level 2. Sie ist ja erst Level 2. Vielleicht wird das ja besser. Mit Level 3. Weiß nicht, ob das so schnell geht, aber wir werden sehen. Oh, ist das Gianna? Und da ist jemand. Ro Ach, es ist Rosalie. Immer diese Touris, die uns überall hinfolgen. Oh, da sind noch mehr Leute. Weipei und Gaupei. Ich glaube, dass wir die schon kennen, aber vielleicht kennen wir einen davon doch noch nicht. Und dann können wir hier diesen Wunsch erfüllen mit einem Einheimischen kennenlernen. Perfekt. Laura hat für die Fähigkeit Kampfkunst soeben Level 3 erreicht. Sie kann jetzt den orangefarbenen Gürtel beim Kampfkunsttraining tragen. Zeig uns doch mal deinen neuen Gürtel. Ja, dreh dich von mir weg. Vielen Dank auch. Ich will jetzt nur noch ganz kurz schauen, ob sie jetzt ein bisschen cooler aussieht, wenn sie trainiert. Nee, nicht wirklich.
Nicht wirklich, aber trotzdem hat sie jetzt ja ein neues Outfit und das möchte ich gerne kurz festhalten. Vielen Dank. Dann können wir jetzt auch wieder Schluss machen. Und kennen wir dich schon? Wer bist du denn? Bio Shen. Oh nein, die kennen wir noch nicht. Perfekt. Können wir gleich den nächsten Wunsch erfüllen? Der nur 400 Belohnungspunkte bringt, aber besser als nichts. Steht da, Tropfen hüllt den Stein. Oder so. Nee, ich glaube, es war sogar richtig. Okay, jetzt sind wir bei 17.800. Ja. Wir springen unter die Dusche. Ja, vielleicht gehen wir vorher auch noch ganz kurz pinkeln. Einfach nur, um sicher zu gehen. Und dann, wo finde ich denn Gianna und Lou? Ach, schade. Ich dachte, die wäre vielleicht auf dem Markt. Dann hätten wir noch was futtern können. Wisst ihr was? Wir gehen trotzdem noch was futtern. Das haben wir uns doch wohl verdient. Und dann müssen wir nicht unsere Vorräte aufbrauchen. Die ich jetzt mal auch nach oben verschiebe. Qualitativ. Oh. Warum kann ich das nicht? Warum kann ich das nicht verschieben? Muss ich dafür auf einem Grundstück sein? So, jetzt sind wir auf einem Grundstück. Geht das jetzt? Ja, okay. So, das kommt mal hier hoch. Die Duschen. Haben wir noch mehr Essen? Haben wir das tatsächlich nicht? Oder? Nee. Ja, aber das sollte ja wohl fürs Erste ausreichen. Yay! Und jetzt können wir auf unserem Roller rumcruisen. Ich freue mich sehr darüber, dass ich daran gedacht habe, das Auto noch zu Hause zu lassen. So, bitte, bitte laden. Hallo? Grundstück? Nee, 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 wir gehen jetzt nichts lesen. Wir gehen jetzt nicht lesen. Wir gehen jetzt erstmal was. Nicht wirklich. Wo? Warum ist hier niemand? Ich will doch nur was essen, Mann. Ich will doch nur was futtern. Mist. Oh, und da habe ich ein Default Replacement entdeckt. Wer bist du denn? Lin Hua. Ich kümmere mich darum, okay? Gleich wirst du besser aussehen. Was habe ich gesagt? Viel, viel besser. Die sieht echt sehr süß aus und ich finde, die Frisur steht ihr gut. Eine sehr, sehr schöne Frisur. Das muss ich fast ganz kurz festhalten. Oh, jetzt fängt das schon wieder an, so komisch zu klingen. Mist. Hoffentlich brauche ich keine neuen Kopfhörer. Da habe ich gerade echt keinen Bock drauf. Und kein Geld. Ja, wisst ihr was? Wir warten jetzt nicht hier, bis der neue Merchant eintrifft, sondern dann gehen wir halt währenddessen rüber zu Jianandu. Was machst du? Nee, wir reden jetzt auch nicht über den Regen, mein Gott. Wir gehen rüber zu Jianan und gucken mal, was die von uns möchte. Oh, das ist aber hübsch hier. Nein. Regionale Güter, Ho Sung Kim. Warum denn regionale Güter? Ich habe doch die Essenskasse gerade. Egal. Egal. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Jetzt bin ich erstmal gespannt. Ich weiß nicht mehr genau, wie das abläuft. Diese Quest. Was ist das? Gewinne Bio als Freundin. Nee, jetzt gerade nicht. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Quest abläuft. Ob wir vorher noch was anderes erledigen müssen oder ob wir gleich auf den Tempel der Himmel losgelassen werden. Nein, die hat auch ein Default Replacement. Das tut mir so leid. Jetzt begrüßen wir erstmal Jianan. Oh, die sieht irgendwie. Ah, wobei, nee, sie hat gerade nur die Augenbrauen verzogen. Ich wollte gerade sagen, sie sieht irgendwie unsympathisch aus. Aber eigentlich sieht sie ganz normal aus. Sternzeichen von Jianglu erfahren. Haben die beide Default Replacements? Oh, die armen Kinder. Aber darum will ich mich jetzt gerade eigentlich nicht kümmern. Nein, das Handy klingelt so laut. Ignorieren. Moment. Wie wäre das nochmal mit Stummschalten? Stummschalten. Ja. Ich hasse diesen Ton. Okay. Jetzt, wo wir uns vorgestellt haben, wüsste ich gern mehr über diesen Auftrag von dir, Jianan. Oh, jetzt sah sie aber schon wieder sehr unsympathisch aus. Vielleicht liegt es doch nicht an mir. Gruppenkonversation? Okay. Ich muss mit Leuten reden, ja? Okay. Ich meine, es trifft sich ganz gut. Wir wollten eh auf den Markt, um was zu essen. Bürgerinitiative. Außer dir hat niemand auf meine Annonce geantwortet. Ja, sie war jetzt auch nicht so wahnsinnig detailliert, muss man sagen. Ich muss also wohl oder übel deine Hilfe in Anspruch nehmen. Okay, ich nehme alles zurück. Sie ist absolut unsympathisch. Was ist das für ein Spruch? Freu dich doch, dass ich hier bin. Eieiei. Ein befreundeter Sim weiß von einem magischen Objekt, das selbst die mächtigsten Felsblöcke zerstören kann. Dieser Sim gibt jedoch nichts von diesem Wissen preis, solange die Einheimischen nicht damit einverstanden sind. Überzeuge drei Einheimische, dass wir den Gegenstand brauchen und kehre zu mir zurück. Okay, dann gehen wir jetzt wohl zurück zum Markt und überzeugen die Einheimischen und holen uns einen Snack. Snacktime, es ist ja schon 18 Uhr, wow.
Ja, ich glaube, Laura hat sich auf jeden Fall verdient, jetzt sich kurz einen Snack zu holen. Und ich hoffe, der Verkäufer ist da. Das wäre super. Oh ja, perfekt. Ach, das ist doch Hoseong Kim. Stand da nicht sowas wie. Oh, da ist das nächste Default Replacement. Hatte ich die nicht beim letzten Mal? Hatte ich da nicht schon so viele irgendwie gefixt? Ich dachte eigentlich, aber. Warte mal, und jetzt ist hier keiner mehr? Ist das dein Ernst? Das ist doch unfassbar. Das ist doch unglaublich. Hey, und an der Bücherkasse auch nicht. Ihr wollt mich doch alle hart verarschen. Unfassbar. Egal. Wir holen uns erstmal was zu essen. Was ist denn dein Lieblingsessen? Krebs. Ah, da müssen wir vielleicht in ein anderes Land fahren. Sorry. Vielleicht muss ich hier doch was tun bei Luzi. Sieht schon sehr traurig aus. Aber first things first. Wir holen uns China-Pfanne. Guten Appetit. Okay, ich fix das doch kurz, weil das kann man sich ja nicht anschauen hier. Viel besser. Viel, viel besser. So können wir in Ruhe zu Abend essen. Und dann können die beiden sich auch gleich unterhalten. So, regionale Güter. Ich bin ja. Oh, nein, da ist die nächste. Nee, nee, Maya. Nee. Einfach nee. Ist das jetzt. Das ist die Buchhandlung. Warum ist die von der Buchhandlung jetzt im General Store? Und. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wenn du fertig gegessen hast, Laura, dann können wir gleich Luzi begrüßen. Die übrigens sehr, sehr hübsch aussieht. Schaut mal. Der Lippenstift steht ihr wirklich ausgezeichnet. Wow. Wow. Schaut mal, wie schön. Sieht die Augen auch. Das ist mir noch nie aufgefallen, dass die so funkeln. Liegt das an meinem Default Replacement? Ich bin gerade total fasziniert von diesem Sim. Aber gut. Wow, die ist wirklich unfassbar hübsch. Ja, von der Seite nicht so sehr, aber egal. Soll ich Maya auch noch? Nee, Maya, du musst jetzt ohne mich klarkommen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Oh. Das sah schmerzhaft aus. Okay, und dann eigentlich müsste der Boost hier gleich reichen, dass wir sie überreden können, dass wir uns das magische Objekt holen können. Bitte sag ja, bitte sag ja. Hat sie. Achso, okay, ich glaube, sie hat ja gesagt, I guess. Ah, jetzt wollte ich eigentlich gerade mit Maya reden, aber Maya hat sich gerade was zu essen geholt. Dann. Oh, hier. Kennen wir dich schon? Simazi? Ja, ich glaube, die kennen wir schon. Dann sagen wir nur kurz Hallo und überreden Sim Nummer 2. Bitte sag ja. Okay, Nummer 2. Wer ist Nummer 3? Oh, wie wär's mit dir? Wuxio. Und sie wollte gerade ihr Buch aufräumen und jetzt habe ich sie unterbrochen. Es tut mir leid. Es tut mir sehr leid. Überreden. Spät ist es jetzt. Oh, ist schon fast 9. Aber ich glaube, wir können auf jeden Fall heute noch zu Gianna zurückkehren und ihr Bescheid sagen, dass wir jetzt 3 Leute überredet haben. Was nicht so wahnsinnig viel ist, sind wir mal ehrlich. Bitte sag ja. Perfekt, dann gehen wir die mal kontaktieren. Steht da. Ach, da steht wieder der Snackwagen rum. Wartet mal, kann ich das. Ich müsste das hier doch eigentlich. Kann ich hier nicht auf den Traffic zugreifen? Oder geht das nur auf dem Heimatgrundstück? Das könnte sein. Naja. Ich wollte gerade nämlich diesen Snackwagen deaktivieren, aber wenn das nicht geht, dann geht's halt nicht. So sehr stört mich das jetzt auch wieder nicht. Oh, sie wartet im Regen auf uns. Was hast du jetzt davon, dass du so unfreundlich warst? Okay, jetzt bin ich aber gespannt. Dürfen wir jetzt gleich loslegen oder müssen wir noch was anderes erledigen? Oh, okay. Freundliche Befragung. Ich wusste, dass die Einwohner von Shanxi-Himla sich mit der Idee der Zerstörung von Felsblöcken anfreunden könnten. Das war so klar. Nur Shensu scheint mir nicht zu vertrauen.
Dabei wären die beiden eigentlich füreinander geschaffen, ne? Beide super unsympathisch und unfreundlich. Shen Su wünscht ein persönliches Gespräch mit dir über diese ganze Angelegenheit und beantworte die unnötigen Fragen von Shen Su, damit wir endlich anfangen können. Die unnötigen Fragen von Shen Su. Hab ich keinen Bock. Wie weit sind wir denn jetzt? 45%, super. Wo ist Shen Su? Shen ist zu Hause, vermutlich. Dann fahren wir da noch kurz hin. Es ist ja erst 9:30, komm. Der soll sich mal nicht anstellen. Da, wir sind gleich da. Es ist erst kurz nach 10. Bestimmt ist der noch wach. Ich hasse Shen Su. Der nervt. Warte mal, was ist das? Gewinne Jiang als Freund. Ist das, das war der Mann von Jianan, oder? Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir haben zu viele Leute kennengelernt. Hallo Shen! Was geht? Aua. Nee, ich glaube, ich brauche definitiv neue Kopfhörer. So ein Mist aber auch. Hier, mach ihm doch mal ein Kompliment über sein Haus. Bestimmt mag er das. Aber wir sind eh Freunde, ja, never mind. Und dann beantworten wir seine Fragen. Okay, bitte sag, dass wir jetzt nicht noch irgendwas Dummes machen müssen. Ich hasse dich, Shen. Mann! Dorfschätze! Endlich mal jemand, mit dem man sich anständig unterhalten kann. Ach, auf einmal kann er freundlich sein. Jianan Lu kennt keinen Satz, in dem es nicht darum geht, Felsblöcke zu zertrümmern. Das ist sehr weird. Ich gebe dir die Informationen, die du brauchst, aber zuerst musst du beweisen, dass es dir um das Allgemeinwohl geht. Habe ich das je behauptet? Die Wasserreserven von Shang Simla sind aufgebraucht und die Stadt benötigt Geld, um die Werke zu erweitern. Sammel drei wertvolle Lapislazuli und bringe sie mir. Ich reiche sie dann an die Stadt weiter und versichere dir, dass du für deine Hilfe nicht leer ausgehen wirst. Und ich habe nur zwei davon im Inventar. Great. Lapislazuli, hallo? Anywhere? Ja, okay. Wenigstens ist es nicht so schwierig, die zu finden diesmal. Sind wir gleich mehr? Oh, ich dachte irgendwie, ich könnte da direkt draufklicken. Sollen wir gleich mehr davon holen? Wenn hier die schon so praktisch rumliegen? Ich habe so den Eindruck, dass wir die nochmal brauchen werden. Liegen da noch mehr? Nein, ich sehe zumindest gerade keine. Dann sammeln wir die jetzt ganz, ganz, ganz schnell ein. Ja, Lapis Lazuli, Lapis Lazuli. Und dann hoffe ich, dass wir das ihm noch bringen können. Ich meine, es ist jetzt schon echt sehr spät, ne? Oh, sie möchte mit Lou sprechen. Ich möchte auch mit Lou sprechen. Zurzeit warten vier Sims darauf, ihren Abschluss zu machen. Das ist mir völlig egal. Ich bin in China. Lass mich. Nein, ist er jetzt wieder ins Haus verschwunden? Shen, bitte. Ich sehe dich am Fenster. Komm raus und nimm die Lieferung entgegen. Preston. Shen, Kalashu. bitte. Bitte nimm einfach diese blöden Lapislazulis. Shen. Ich spam das jetzt einfach so lange, bis er mir diese blöden Steine abnimmt. Shen, nimm die Steine jetzt. Okay, ich glaube, wir sind safe. Super. Jima Super. Pangus Axt. Pangus Axt? Wie spricht ihr das aus? Ich sag Pangus Axt. Du hast bewiesen, dass du keinen Unfug mit Pangus Axt treiben würdest. Dann sollst du nun mehr darüber erfahren. Bei Pangus Axt handelt es sich um ein magisches Werkzeug, das die Zauberer von Dong Huo geschmiedet haben, um gegnerische Barrikaden zu durchbrechen. Zum Glück sind diese Zeiten längst vorbei und du bist nicht Dong Huo. Ja, glaube ich aber auch. Ich überreiche dir nun den Schlüssel zum Tempel der Himmel. Darin findest du Pangus Axt, doch die Suche ist sehr gefährlich. I can handle it. Keine Sorge, als ob sich Shen Sorgen um uns machen würde. Okay, kurzer Blick ins Abenteuertagebuch, 59%. Und sie ist super, super müde. Deswegen gucken wir jetzt mal, wo ist denn der Tempel nochmal? Hier. Ist da ein Camp in der Nähe? Ja, nicht so wirklich, ne? Nicht wirklich. Was ist das? Drachenareal? Ich meine, hier ist ein Camp. Aber ich weiß nicht, ob das Sinn macht, da hinzugehen. Wisst ihr was? Wir gehen wieder ins Camp Pfingstrose. Wir gehen einfach wieder zurück ins Camp Pfingstrose. Hunger hat sie gerade jetzt nicht so mega viel.
Wobei, wir könnten auch. Ja, nee, ist egal. Ich habe gerade überlegt, wir könnten uns ja direkt auf dem Grundstück von dem Tempel hier unser Zelt aufstellen, aber das macht jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Sinn. Wir sind ja schon da, ne? Jetzt sind wir schon angekommen. Genau, und morgen werden wir dann in den Tempel der Himmel aufbrechen. Ich finde das richtig, richtig cool. Ich freue mich, dass das so schnell geklappt hat. Ich hätte es ja nicht vermutet, aber ausnahmsweise hatten wir dann doch mal Glück, was die ganzen Abenteuer hier betrifft. An dieser Stelle mache ich jetzt aber erstmal Schluss. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und natürlich auch sehr, sehr gerne ein Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns ganz bald in einem neuen Video. Bis dann. Tschüss!